10 Uhr, die Nachrichten. Die USA wollen die Unterstützung für die syrische Opposition auf 250 Millionen Dollar verdoppeln. Das kündigte Außenminister Kerry nach einem Treffen der Kontaktgruppe der Freunde Syriens in Istanbul an. Außerdem sollen die Aufständischen Militärausrüstung bekommen, allerdings keine Waffen. Nach Berichten von US-Medien könnten die USA die Rebellen mit Schutzwesten, Nachtsichtgeräten und gepanzerten Fahrzeugen ausstatten. Bundesaußenminister Westerwelle sagte, Deutschland wolle die Zusammenarbeit mit der Nationalen Koalition in Syrien ausbauen. Zuvor hatte die syrische Nationale Koalition ein Bekenntnis zur Demokratie abgegeben und sich von Extremisten distanziert. Die Außenminister der Freunde Syriens hatten einen solchen Schritt gefordert. Das Wetter. Meist stark bewölkt, aber trocken, nordöstlich der Elbe und im Südosten Bayerns auch sonnige Abschnitte. Dort später einzelne Schauer und Gewitter. Die weiteren Aussichten am Dienstag im Süden und in der Mitte heiter bis wolkig und trocken, nach Norden hin zeitweise Regen. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 11 Uhr.